Michel Couvreur, der neue Verjun Jura, also nicht die Brennerei Jura, aber ein Jura-Wein, das ist quasi ein gelber Wein, sagt man so in dem Sinne. Und dieser Verjun, wird es glaube ich ausgesprochen, ihr wisst mit dem Französischen, das ist die neue Edition, das dritte Batch. Der ist so abgefahren gut, dass ich euch den vorstellen muss. Der ist 10 Jahre, wie gesagt, in diesem Jura-Wein gereift und ja, klassisch im Burgundi im Keller. Was kann man dazu noch sagen? Flaschencode kam jetzt dieses Jahr raus. Ich schenke ihn mir mal ein. Muss man einfach genießen, ne? Der ist von dem Sherry jetzt nicht so diese dunkle Michel Couvreur klassisch, ja, was man so kennt. Na, ihr kennt ja die Michel Couvreur, der Overaged und so weiter. Man sieht es hier vielleicht schon, das ist dann eher so einen bräunlichen Ton. Ich mache mal so. Sieht man vielleicht besser. Ist natürlich trüb. Gelber Wein, gelber Whisky, bräunlich. Und es geht so ein bisschen Richtung Fino von der Art Manzanilla. Und das ist so ein bisschen so muffig, cremig. Jeder vielleicht. Ich weiß, es ist nicht genauso. Es hat schon Michel Couvreur seinen eigenen Stil, ja, und durch den Wein auch anders. Aber so ein bisschen erinnert es mich an diese Bonaheven aus den Manzanilla-Fässern. Also das, was so Manzanilla ab und zu mal abgibt in die Fässer, so ein bisschen in den Stil geht es rein. Wunderbares Teil. Wie gesagt, das meiste zu der Abfüllung selbst habe ich schon gesagt, zu Michel Couvreur selbst vielleicht noch. Ihr wisst, ich bin großer Fan, ne? Im Marketing-Glas. Nein, das hatten wir damals, als wir vor Ort auf der Tour waren, die ja durch den Whisky for Life organisiert wurden. Wie gesagt, auch da nochmal an der Stelle erwähnt, man kann vor Ort keine Touren buchen, man kann die nicht besichtigen, man kann da gar nicht hinfahren. Das geht nur irgendwie über organisierte Sachen und das machen sie nicht selbst. Das heißt, Whisky for Life, Marco Bonn wahrscheinlich, ich glaube, Marco Bonn macht gar nichts, der Marco, also vom Brüder Whisky aus, also Whisky for Life anschreiben. Wenn es da mal eine Tour gibt, hat man eine Chance. Ansonsten geht da einfach nichts. Also nicht vorbeifahren, mal fragen. Das bringt nichts. Selbst haben sie diesen Keller. Sie haben Gebäude davor gebaut. Kenne ich natürlich auch nicht. Wie gesagt, man kommt ja nicht hin. Ich glaube, als die andere Gruppe damals so eine Tour gemacht hatte, über den Whisky for Life, da war schon das Gebäude da. Das heißt, da verändert sich was. Es ist ein kleiner Betrieb natürlich mit ihren Fässern, damals 700, wahrscheinlich mittlerweile knapp über 1000. Und damals habe ich ja auch hier, kann ich mal mitbringen, in die Kamera halten. Das war so eine alte Sherry-Fassdaube, ja, damit man mal sieht. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Wie gesagt, die durfte ich mitnehmen, so als kleines Souvenir. Ah nee, die habe ich gar nicht mitgenommen, die habe ich von da bekommen. Aber die war aus dem Keller. Ich habe ja den Fassdeckel mitgenommen, der da oben hängt. Ja, und wie gesagt, Couvreur steht eigentlich dafür, diese alten Oldschool-Sherry-Whiskys herzustellen. Ich habe wieder den letzten Overaged in Fassstärke mitgenommen. Das aktuelle Batch oder Ausgabe ist ein bisschen süßer, hat weniger von dem Peat-Level, ein bisschen rosiniger, finde ich. Aber heute soll es ja um diesen Vinjun oder Verjun gehen. Gibt ein paar in der Frankfurter Runde, die könnten. Da haben wir schon Sprachtraining gemacht. Ich krieg's einfach nicht hin. Ganz verrückte Abfüllung. Hierzu muss man sagen, das ist das Batch 3 in dem Sinne. Die ersten zwei, ich fand die auch sehr interessant, aber die waren schon speziell. Es gibt einige, die sagen, der eine hat vielleicht sogar ein bisschen Schwefel gehabt, glaube ich. Na, nicht Schwefel, aber irgendein anderes Aroma. So ein bisschen jodig, salzig, würde ich sagen. Und da muss man aufpassen, das mag nicht jeder. Und der hier geht so ein bisschen in die Richtung, wer vielleicht die Tastings mit dem Frank gesehen hatte, wo wir den Alba verkostet hatten, so in die Richtung vom Stil. Manzanilla hatte ich schon erwähnt. Das heißt, man hat einfach in der Nase genau diesen Duft, dieses Eingedickte von diesem Wein. So ein bisschen für mich immer erdig, konzentriert, gelb. Man findet einfach kein Wort dafür, so. Gelber Wein, gelbe Trauben. Ja,
ein bisschen, ja, so eine Mischung aus dreckig, weinig, aber ohne so diese klassischen dunklen Trauben-Assoziationen. Ne? Also wer schon mal ein Fino getrunken hat, ein Manzanier, der weiß, was ich meine. Und das findet man in der Nase komplett. Tropfen ist mit 48 Volumenprozent abgefüllt. Wie gesagt, destilliert 15. Februar 2011. Ja, wir haben jetzt ein bisschen länger. Also 10 Jahre war er in diesen Stéphane Tissot Jura Vignon Fässern und wurde dann in diesen, im berühmten Keller sozusagen nachgereift. Und 22. Juni wurde er dieses Jahr abgefüllt. Man sieht Natural Color, naturbelassen, man merkt, dass das so ein bisschen trüb ist, ja, so ein bisschen eingedickt. Aber ja, ansonsten minimal ein bisschen Fass. Ansonsten drückt dieser eigene Stil wirklich so seine Nase drauf. Würde ich mal sagen, Slanche war an alle Couvreur-Fans. Und hier kommt es auch wieder. Das Fass, so ein bisschen salzig. Ja, das ist auch das, was ich vielleicht mit dem Bunner ja so assoziiere. Und dann, also nicht Bunner Heaven allgemein, sondern diesen Handfilled, 14 Jahre Manzanilla Cask, was das war. Und dann kommt wirklich dieser gelbe Wein, Manzanilla, nicht ganz so ausgeprägt, Fino Manzanilla, sowas dazwischen vom eigenen Stil, so mit leichter Säure. Ja, wie gesagt, das muss man mögen, aber ich finde das abgefahren gut. Das ist so cremig, das zieht sich so wachsig mit Säure. Und drumherum wird dann um die Zunge kleidet er sich mit dem Holz aus. Leichte Würze, wirklich minimal. Trocken vom Wein und er bleibt einfach wie Kleber auf der Zunge liegen. Also jetzt nicht so, dass man trinkt und weg. Immer noch da. Man muss nur die Zunge einmal durch den Mund drehen und hat wieder den Geschmack, weil es überall hängen bleibt. Kommt leider nur einen halben Liter daher. Und ist bei, wie gesagt, bei weitem von den dreien der Favorit bisher von den drei Batches. Ja, in der Nase kommt jetzt nochmal so ein bisschen noch eine Süße dazu, so eine Weinsüße. Ich könnte euch jetzt einen Frosch schmatzen. Mein Fazit zu diesem Michel Couvreur. Es wirkt einfach wieder so ein Baseballschläger hier. Kommt wieder in die Deko-Ecke. Mein Fazit zu Michel Couvreur. Verjoum, 10 Jahre, Batch 3. Hätte ich mehr als eine Flasche gekriegt, hätte ich mehr als eine Flasche gekauft. So in dem Stil. Kann man es definieren, ist wieder sehr beschränkt. Wie gesagt, es gibt insgesamt 3000 Flaschen. Hört sich das mal sehr viel an, ne? Aber das ist ja wie immer bei Michel Couvreur. Der geht dann in Frankreich zu jedem Weinhändler, zu seinen ja, Bezugsquellen, wo er überall in Frankreich unterwegs ist. Dann geht er nach Deutschland. Ne? Ich glaube, wir sind da trotzdem ein sehr großer Markt. Da kommen dann wieder einige Flaschen. Diesmal weiß ich gar nicht, wie viele es hier waren. Dann geht er auch noch ins Ausland und. Ich weiß, also bei der konkreten Flasche weiß ich nicht, wo er genau verteilt wurde, aber allgemein weiß man, es geht in die ganze Welt. Ja. Man kann ja auch Michel Couvreur, ganz lustig, bei den amerikanischen Videos mal gefunden, da wurde darüber diskutiert, was das ist, französischer Whisky. Ne? Für uns, wir wissen ja alle, das ist Scottish Whisky, der dann in die Fässer kommt. Ich habe gehört, dass jetzt irischer Whisky teilweise auch reinkommen soll. Ich weiß nicht, bei welcher, ob das hier sogar irisch ist. Wenn ja, wäre es trotzdem geil. Ja. Aber ich glaube, Couvreur halt muss da auch gucken, wo kommt man an Stoff ran. Ne? Fässer haben sie, glaube ich, ein ganz gutes Händchen. Wo kriegt man Stoff her? Die Brennereien geben weniger ab. Ich habe gehört, es soll vielleicht irischen Whisky geben. Wann, wo, in welchem Batch, weiß ich gar nicht. Da habe ich schon wieder vergessen. Verdrängt. Weil am Ende, mir ist es egal. Ich mag Irish Whisky, ich mag schottischen Whisky. Es ist natürlich so, dass es immer so ein bisschen drauf stand oder so. Indirekt, ne? Da muss man mal gucken, wo sich das alles hinentwickelt. Aber der Stoff, wenn er so schmeckt, ist mir egal, wo der, selbst wenn sie ihn selbst gebrannt haben. Wunderbar. Ja, Fazit. Preislich, ich glaube, halber Liter, 90 Euro. Wie immer nicht sehr günstig. Ja, das ist halt dann natürlich auch so
den Fässern, der Art, der ganzen Beschaffung gegeben. Es ist halt, sie haben nicht viel. Und da muss man dann ab und zu für so einen tollen Tropfen ein bisschen mehr hinlegen. Wie gesagt, der Overaged ist, glaube ich, die Abfüllung, wo man am ja, preis-leistungstechnisch am besten was bekommt. Jetzt ist mir gerade hier so ein bisschen Wachs abgefallen. Das ist jetzt hier dieses neue Wachs, wirklich. Also früher war das ja dieses Siegellack. Jetzt kann man das so richtig abholen. Wachs, so ein bisschen Konsistenz besser als beim Abunat. Ich habe so eine Instagram-Story gemacht, wo ich ihn geöffnet habe. Ziehe dann so ab und ist mir so ein Stück Wachs reingefallen. Super einfach wieder rausbekommen. So, jetzt wieder mal genug gebabbelt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Michael Couvreur, mit der Fasstaube, mit mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Und lasst mich gern wissen, was ihr schauen wollt. Ich probiere es zu ermöglichen. Wenn nicht, wie immer, ich mache meinen eigenen Content, unabhängiger Abfüller, Michael Couvreur, Raritäten und. Also, wir finden was. Aber wenn ihr natürlich mal die Möglichkeit habt und ich es ermöglichen kann, dann probiere es vor die Kamera zu kriegen. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Tschö.